Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Vampire. Beim letzten Mal habe ich euch versprochen, wir gehen auf die Beerdigung unserer Schwester und genau da gehen wir jetzt auch hin. Hallo? Ach ja, genau, ich muss da erst hoch. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass hier immer noch irgendwelche Skulls rumhängen, die meinen, dann die Beerdigung zu stören. Das würde ich gar nicht toll finden. Wird zwar wahrscheinlich nicht passieren. Aber hey, das bringt EP. Und wir brauchen EP. Weil wir keine Bürger aussaugen. Aber sie trotzdem umbringen und deswegen die komplette Arschkarte gezogen haben. Wie bei Whitechapel. Aber hey. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal besser. Warum heimlich? Zeig dir doch einfach deine Mutter. Die checkt doch sowieso nicht, dass du ein Vampir bist. Die reilt es doch sowieso nicht. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father. The soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve. And the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this.
I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Aha. Okay, jetzt muss ich ja nur beichten gehen. Na super. Ob das beim Mord hilft, ich weiß es ja nicht. Dahinter muss ich... Naja, okay, das ist ja hier einfach in Whitechapel. Die Kirche, da muss ich ja sowieso hin wieder. I cannot enter. I cannot enter. Okay, dann halt nicht. Enterst du halt nicht. Ist ja auch kein Pirat. Oh mein Gott. Was für ein schlechter Witz. Na gut, jetzt muss ich da... Na, normalerweise wollte ich hier noch in die Kanalisation und hier wollte ich ja noch da oben rumgehen. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, das mache ich auch. Oder ich gehe wieder in die andere Richtung. Beziehungsweise ich weiß ja eigentlich gar nicht, was es hier so gibt. Da gibt es hier auch geilen Stuff. Oh Mann, ich glaube, ich muss da einfach später nochmal hingehen. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Whitechapel Old Road, okay. Die alte Straße. Straße. Da oben kann ich durchgehen, okay. Schaut sehr optional aus. Schocken! Schlagen, saugen, schlagen, geschlagen werden, keine Ausdauer mehr haben. Hallo. Haha. Das staggert die nicht mal. Ich habe mir das irgendwie stärker vorgestellt. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Oh, das steckert die nicht mal. Ich hätte gedacht, die fallen dann wenigstens um oder so. Naja, vielleicht, wenn ich irgendwie besser... Alter Falter. Kannst du mal aufhören? Danke. Lass mich mal da. Lass mich mal in Ruhe. Nee, die ist hier doch. Den an, ja. Ja. Au, der... Also, wer hat mich jetzt getroffen, bitte? Ich hasse es, gegen mehrere von denen zu kämpfen. Das ist so nervig. Saug ihn aus. So. Oder irgendeiner von denen blockt. Meine Waffe berührt den auch nur einen Millimeter. Und ich werde zurückgeschlagen. Und dann könnt ihr irgendwie anspringen und sowas machen hier. Genau. Also gegen mehrere von denen zu kämpfen, ist echt ein Graus. Aber gut, ich hole mir ja alles wieder. So. Gut. Sag ich doch. Ich hole mir alles wieder. Soll ich vielleicht auch nicht einfach so irgendwie irgendwo reinstürmen? Da ist nix. Okay. Dann gehe ich wieder. Hallo? Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Wann Stufe 3 benötigt? All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir.
Bann Stufe 3. Na super. Muss ich mal das skillen, hä? Wie es aussieht. Und hier sonst noch irgendwas? Ich bin ein Doktor. Lassen Sie mich rein. Oh, natürlich. Alles klar. Ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht reingelassen in solchen Zeiten. Ja, okay. Sah doch schon mal ganz gut aus. Ist der jetzt eigentlich hier in Whitechapel mit verzeichnet, der Kerl? Ja, da. Ah ja. Mit der hat der Kontakt. Okay. Migräne hat er. Gegen Migräne kann ich aber auch nichts tun. Okay. Ja, das ist wieder so ein Ding. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wo sollte ich lang? And off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Der war ja klein. Na super. Jetzt ist so ein Holzkopf auch noch hinter mir her. Nee, aber ey Leute, den verprügeln wir auch. Keine Sorge. Früher oder später muss der auch dran glauben. Okay, ich hoffe, das bleibt auch der Einzige hier. Hab mich extra umgesehen. Hier war nix. So, Ruhe. Kann ich mich da hoch teleportieren? Nein, mich nicht. Okay. Na, dann halt nicht. Ah, was ist da los? Okay, gehen wir doch da mal runter. Das sind zwei. Gegen zwei sollte ich ganz gut zurechtkommen. Ihr habt mich gesehen. Der hinter mir ist immer noch da. Nehme ich an. Ja, also ich bin ausgewichen. Super. So. Lass doch den Müll. So. Nimm ihn. Ich könnte eigentlich auch mal das Blocken trainieren. Das ist eine ganz blöde Idee. So. Der pariert gar nicht damit. Ich gedacht, der pariert hier damit. Wie mit der anderen Zweihandwaffe. Aber nö, der macht nur so einen. Naja. So einen Schlag und eine große Bestie. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, nee. Oh, da kann man vorbeischlagen? Ernsthaft, Spiel? Da kann man vorbeischlagen? LOL! Ist nicht dein Ernst? Ruhe! Nein! Ich wollte das aufsammeln hier. Danke. Der steht auf Ratten, glaube ich. Aber jetzt mal ohne Witz. Wieso kann man da vorbeischlagen? Da stand Schocken da. Ich habe A gedrückt und puff, ich hau vorbei. Ah ja, schön. Tolle Karte. Schillinge. Sehr schön. Da drin sind wieder massenhaft irgendwelche Skulls. Drei Stück, um genau zu sein. Eventuell erscheinen auch dann gleich mehr. Na, ich kümmere mich erstmal um den hier. Um den Schreihals. So.
Das war nämlich der Einzelne. Der hat Widerstand gegen... Jetzt springt mich der Typ an. Weißt du was? Weil du mich angesprungen hast. Jetzt glaubst du zuerst dran. Mein Freund. Jetzt bist du dran. So. Und dann kommt dein Kumpel dran. Ich habe A gedrückt. Nicht nochmal zuschlagen, aber... Okay. Wollschau. Oh, okay. Ein schöner und warmer Wollschal. Mit rumänischem Muster. Das hat bestimmt irgendwas. Das ist bestimmt ein Questgegenstand. Das sind ja alles Rumänen hier in Whitechapel. Oder nicht alles, aber viele Rumänen. Den haben wir die Dorothea. Dorothy. Und der andere Typ haben ja den Rumänen hier geholfen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass ich da irgendwie was mit dem machen kann. Warum auch nicht? So, hier bin ich aber erstmal durch. Gut, dass wir da reingegangen sind. Gut. Dann können wir mal da runtergehen. Och, da sind ja schon wieder Menschen als Gegner. Warum auch nicht? Da. Hau drauf. Ey. Fuchtel da mal nicht nur mit deiner Fackel rum. Ja, das könnte ins Auge gehen. Das muss bestraft werden. So. Bitteschön. Jetzt kann ich entweder nach unten gehen und dann von oben wieder reinkommen. Was mir vermutlich einfach mal nichts bringt. Oder ich gehe da oben rum. Was ist los? Doch! Oh, das kann ich ja gar nicht mehr saugen hier. Aber gut, soll nichts machen. Entschuldigung. Was geht ab mit dir? Au. Das war eure Kalkos, ich sag's euch. Der hat die Junge Hofe hatte gespielt. So, nimm das. This man stung me with his faith. His crucifix. This is not good news. Aber du hast wohl noch nicht so viel über Vampire gehört, ne? Ah, okay, Aluminiumgedöns. Aber dabei hatte der Typ aber auch nichts. Außer seinen langen Stecker mit dem Kreuz oben dran. Na gut. Gehen wir in die Kirche. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Okay. Ich kenne mich aus. Ist schon mal gut. Da liegt noch irgendwas. Aluminiumfragmente. Glasfiolen. Gut, kann man brauchen. Kann man mal machen. Da höre ich noch irgendwas. Da liegt auch noch irgendwas. Jetzt bin ich hier wieder. Okay, das sind bloß die Dünger hier. Die spawnt die Leichen. Geht trotzdem mal hier runter, damit ich nichts verpasse. Wie diese Mülltonne hier. Die war spielentscheidend. Ohne die wären wir nicht mehr weitergekommen, Leute. Oh, hallo. Na, mein Freund. Der hält schon wieder so viel aus. Der hat auch einen Widerstand gegen Nahkampfwaffen. Was natürlich nicht gut ist. Was mir aber egal ist. So. Weil ich mach den trotzdem fertig. Hallo? Alles klar? Ja, ist ja gut. Hallo? Klopf doch nochmal. Ich glaube, das soll mich nur verunsichern. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Take this!
Na, du springst mich nicht an. Du nicht. Alle, aber nicht du. Komm, ey, ein Schlag noch wieder. So, und dem auch. So, danke. Gut, dass er jetzt da so gechillt hat am Schluss. Au. Oh, wo kommt der her? Der war da gerade noch nicht. Der war da gerade noch nicht. So, anschleichen und wieder vorbeischlagen beim Schocken. Haha. Haha, du bist schlecht. Haha. Au. Schlag, Schlag. Schlag, ausweichen. Was macht der da? Hör auf zu fressen. Ich red doch gerade mit dir. Alle so unhöflich in dem Spiel. Jawohl, und wieder vorbeigeschlagen. Einmal vorbeischlagen muss drin sein pro Kampf. Tut mir leid. Anders geht das nicht. Ist das jetzt offen? Gut oder schlecht. So, willkommen in Whitechapel. Ich habe so das Gefühl, der Typ da oben ist ein krasser Babo. Warum versteht er sich jetzt eigentlich mit den anderen? Die anderen hat er gerade noch angegriffen. Hör halt auf, hier, mich mit deinem komischen Kreuz da zu stunnen. Oh Gott, no! Oh Gott, yes! Nee, aber so mega krass ist der Typ jetzt nicht. Ich glaube, du musst den immer fokussen, weil sonst... nervt der ganz schön. Hast du gerade Stück Scheiße zu mir gesagt? Hier. Unerhört! Und jetzt schlägt er auch noch nach mir. So, das hast du jetzt davon. Okay. Aber neue Gegner. Das finde ich eigentlich schon mal ganz witzig. Okay, dann gehen wir da mal hinter. Und ich muss den Pfarrerbericht erstatten. Und natürlich in die Kirche gehen zum Beichten. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So, da ist die... Nein, da ist nicht die Kirche. Ach, da ist der Typ. Hey, pass mal auf, ich hab so einen Schall gefunden. Du bist doch Rumäne. Jetzt hör mal auf da mit deiner komischen Negativität hier. Ich kann doch da auch nichts dafür. Okay. Das war nicht meine Absicht, wie das hier verlaufen ist. Ein Ring. Vielleicht kann ich dem Ring schenken. Vielleicht ist er dann netter zu mir. Ich bezweifle es zwar, aber... Keine Ahnung. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Ja, bin ich immer noch. Ich habe deinen Schüler gefunden. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Okay. Alles klar. Naja, das hat man, glaube ich, schon mal hier. Gestehe deine Verbrechen. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer. Exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The
The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Tust du nicht. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you... I sent... Okay. Good evening, Miss... It's... Das ist... Jetzt ist es ausgegraut, okay. Your disciple... Samuel stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. I have heard enough for tonight. So ein Spaten. Leute, so ein Spaten. Hallo, jetzt müsst ihr doch da reingehen, oder? Hallo, irgendwer redet da. Ihr redet mit sich selbst, glaube ich. Du bist günstig und sauber. Na super. Lass mal. Ich möchte das nicht. Ich bin Doktor und Vampir. Ah, da komme ich rein. Die andere Tür ist natürlich verschlossen. Ich kann da jetzt bestimmt nicht reingehen. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son.
Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Nämlich das, sie wurde ermordet. Ermordet, es war eigentlich ein Unfall, also von daher. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, wichtiger. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son. And your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Muss immer nachladen. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Na gut, jetzt muss ich wieder zum Edgar. Zum Swansea. Na toll. Ich wollte noch so viele Sachen machen, aber dahinter komme ich jetzt sowieso nicht. Und ja. Naja, ich würde sagen. Nee, wir gehen jetzt noch zum Krankenhaus. Ich gehe aber wieder hin, weil, wie gesagt, da kann ja jederzeit wieder irgendwas passieren. Vor allem nach so einer. Ja, nach so einer wichtigen Interaktion jetzt hier mit dem Charakter. Oder mit dem Pfarrer. Kann ja jederzeit irgendwie was. Irgendein Event oder so auftauchen. Und das möchten wir nicht passen. Denke ich mal. So, also wo geht's jetzt hier lang? Dahinter am besten. Da komme ich hoch. War ich da schon mal oben? Nein, war ich noch nicht oben. Aber hier gibt es vermutlich auch einfach nichts. Doch, da komme ich hinter. Okay. Hallo? Hallo? Wenn ich die anderen Sachen schon verpasst, dann vielleicht hier? Ja, 5 Schillinge. Geil, Alter, geil. 5 Schillinge. Ich bin so reich. Kauf mir meine Schwester einfach zurück ins Leben, Mann. Zick. Oder auch nicht. Und runter. Na, gehen wir mal weiter. So, da war beim letzten Mal irgendwie so ein Bosskampf. Ne, nicht hier, weiter hinten. Ups, sorry. Weiter hinten war der, der hat mich ziemlich überrascht. Und nicht, dass jetzt hier wieder so was Überraschendes passiert. Ha, das sind auf jeden Fall neue Feinde. Neue Gegner. Neue alte Gegner. Ja, vielleicht ist da auch wieder so ein anderer Typ dabei, so ein Kreuzzug-Typ. Aber der Preisel. Lol. Alles verkackt. Kumpel. So nicht. Überall komplett vorbeigeschlagen. So, erst kümmere ich mich um den hier. Der steht so schön einzeln da.
Dann kümmere ich mich um die anderen, die ich jetzt vielleicht sogar schon getriggert habe. Nein? Okay. Hallo! Na? Wie geht's dir heute so? Oh, der hat noch... Ich hab kein... Ist ja in Ordnung, Mann. Ich hab einfach keine Ausdauer. So, leg dich hin. Und du endlich mal auf, mit deiner dummen Fackel herumzufuchteln. Das gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht hier. Immer der Typ mit seiner Fackel. Mein Gott. Hey, da komm ich rein. Ach, da war ich schon drin. Stimmt ja. Ha. Habe ich ja schon gefunden, mal. Hat der auch noch was gedroppt? Ja, die haben auch noch was gedroppt. Ein Bleistaub. Nice. Kann ich mir den Mund stecken und dran lutschen? Kriege ich eine Bleivergiftung? Geil. Oh, da sind auch wieder neue Leute. Okay. Da sind neue Leute. Und keine Skulls. Die sind bei weitem nicht so nervig wie die Skulls. Kannst du mal aufhören, damit dein Messer da rumzufuchteln? Erst die Fackel, dann das Messer. Das gibt's ja nicht. Du bist nervig. Du bist nervig. Du musst sterben. Ich muss heilen, auf jeden Fall. Pam! Hallo? Schießt du mich einfach ab? Unglaublich! Ach ja, genau, die Klaue staggert ja nicht. Kriegt eine fette Vampirklaue in die Fresse, aber staggert halt nicht. Oh, so eine kleine Mini-Pistole, die... Ja, natürlich. Unterbricht meinen kompletten Angriff. Das ist komplett logisch. Nein, ich beschwere mich nicht über das Spiel. Macht nur Spaß. Mir gefällt das Spiel. So. Aber das Kampfsystem könnte hier und da so eine kleine. So ein kleines Feintuning vertragen. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Du für eine. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddle and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the Serpent of Knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Jo, und ich würde sagen, mit dem reden wir jetzt auf jeden Fall mal noch. Was ist hier los? Was ist hier los? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Did
Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... Well, maybe it was him. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Nee, also du hast ja keine ärztliche Ausbildung. Von daher... You're mistaken, Nurse Brannigan. To be forbidden to enter medical school because of your gender is one thing. To break hospital rules is another. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin or wealth. That's all I'm saying. Das ist richtig. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Okay. Der Hampton. Ach, das war der Pfarrer vom Anfang. Und das hier war diese alte Frau, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Okay. Ist, okay, es ist nicht, ist jetzt nicht so gut. Aber ich muss immer noch zum Swansea gehen. Ich würde sagen, das machen wir auch noch. Oh, da gibt's Streitgespräche. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Aha, einer von der Wache von den Vampirjägern. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Mm-hmm.
Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Tja, du musst über den Sean in die reinballern. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Oh, richtig, vermutlich in die Docks, da hast du recht. Und, ne, da war ich ja schon mal. Ha, da gehe ich auch hin. Aber erst in der nächsten Folge. Denn für diese Folge war's das. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.